Und damit willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Wir sind beim, wie heißt denn der Ort jetzt hier? Mensch. Tempel des Erdpergamenton, genau. Da haben wir im letzten Part noch einen Toad oder den Verwalter hier gerettet, der ein geldgeiler Hund ist. Muss man einfach so sagen, weil, ja, seine Geldgeilheit, das ist nicht mehr spaßig. Der hat das auch dann zugegeben, aber mal hin. Und wir wollen jetzt hier weitermachen. Wir haben schon alle Toads hier in diesem Bereich gefunden. Und wir sind schon sehr tief eingedrungen. Und das, was die Koopas da angebetet haben, das war eigentlich auch nur eine Erfindung von diesem Toad. Ja, wie gesagt, nur um Geld zu machen. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Hier gibt's... Oh, einen neuen Hammer. Ein Glitzerhammer. Stärker und stylischer als der gewöhnliche Alltagshammer. Den rüsten wir direkt mal aus. Wir haben im letzten Part schon Glitzerstiefel bekommen. Und jetzt kriegen wir noch den Glitzerhammer. Und ja, der ist natürlich viel, viel besser als der normale Hammer. Und ja, daher sehr, sehr schön. Die Glitzerstiefel haben wir schon ausprobiert. Ach, hier geht's sogar runter. Ah, einige Koopas hier. Einige Koopas hier. Na toll. Und die kommen natürlich jetzt gleich aufs Spielfeld. Okay, gut. Ein bisschen Zeit kriegen wir dazu, dank unseres... Ja, ich will schon Orden sagen, aber Orden ist es ja nicht. Aus unserer Ausrüstung, sagen wir es mal so. Gut, dann normale Stiefel reichen an sich eigentlich aus. Nur ich nehme mal die Eisenstiefel, weil ich die mal aufbrauchen will. Damit sie mal ganz kaputt gehen. Die haben ja schon neue Stiefel oder neue Eisenstiefel da. Notfalls kann man ja immer noch was kaufen. Aber hier nehme ich jetzt normale Stiefel. Weil da reicht es einfach aus, den ersten Koopa-Panzer zu treffen. Und zack, die anderen sind dann sofort down. So, wunderbar. Bisschen Geld. Her damit. Und dann greifen wir noch die anderen beiden Koopas mit an. Das könnte eine Scharenschlacht werden, wenn sie nebeneinander stehen. Genau, das ist eine Scharenschlacht. Na, umso besser. Umso besser. So. Wie sieht's aus? Aha. Da machen wir mal Folgendes. Einmal nach rechts. Einmal nach rechts. So. Und dann können wir hier auch die normalen Stiefel nehmen. Richtig, richtig. Weil damit einem Koopa-Panzer können wir gleich die anderen besiegen. Und zack. Und sie sind sowieso dann tot. Man hätte noch weiter angreifen können. So, und hier nehme ich jetzt mal den Glitzerhammer, um den einfach mal auszuprobieren. Halt viel, viel stärker als der normale Hammer. Und bei Koopas gar nicht mal so verkehrt. 20 Schaden, das ist heftig. So, letzte Scherenschlacht, okay. Okay, das ist ja auch easy. Das ist ja auch easy. Eins, zwei, so. Dann erstmal hier wieder mit normalen Stiefel, die ja wegmachen. Normalerweise sind Koopas ein bisschen lästig, aber hier geht es sogar. Hier geht es sogar. Macht sogar auch relativ Spaß. So, hier nehme ich jetzt mal den normalen Hammer ab, weil an sich reicht der normale Hammer auch aus. So, 756 Münzen. Uiuiuiui, das ist heftig viel. Noch bei weitem nicht alles. Oh, jetzt hat der Koopa mal einen Erstangriff gemacht. Das ist natürlich nicht schön. Uiuiui, 6 KP Schaden mal wieder. Und in die Gegner an. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Warte, das nach rechts, genau. Und dann das nach unten. Man muss halt bedenken, das eine muss mit Nama angegriffen werden. Gut. Dann nehmen wir die normalen Stiefel, reichen die out. Ne, Eisenstiefel nehmen wir. Wie gesagt, ich will das ja kaputt machen. Keine Ahnung, wie viele Hits das Board noch braucht, die Eisenstiefel, oder wie oft ich die noch einsetzen kann. Also solange die noch hier im Inventar sind, stört das ein bisschen. Nicht, dass wir irgendwann dann ein neues Item kriegen. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch den Platz, nur... Und wir haben nicht den Platz im Ausrüstungsfeld dann später mehr, aber sonst können wir alles aufnehmen, was wir wollen. Stimmt. Okay, das wäre erledigt, die Koopas sind besiegt. Hier gibt es auch noch ein Loch zu flicken. Das machen wir mal kurz, dass hier unten wenigstens alles sicher ist. Und dann gehen wir da oben lang. Da fehlt ja sogar noch was. Zack, zack, zack. Was ist hier? Oh, ein Schatz. Das ist doch sehr, sehr schön. Ein Felsen. Dann kann ich ja gleich mal nachgucken, wie viele Schätze es hier gibt. Und zwar... 33% haben wir, also 3 Stück. Einen von 3 haben wir. Okay, sehr, sehr schön. Oh, der Schatten ist aber auch cool. Wie ich da jetzt so durchspringe. Mega nice. So, hier noch das Loch reparieren. Und dann kann ich nämlich hier hoch. Dann gehen wir jetzt endgültig hier mal vorbei.
Ah gut, jetzt muss ich da mal kurz warten. Das in der Mitte sieht sehr interessant aus. Da komme ich auch nicht so einfach durch. Ach so, aha, das wechselt immer von Mal zu Mal. Verstehe. Gut, da muss ich jetzt mal kurz warten. Tempel des Erdpergamenten, genau. Und jetzt kann ich hier rüber. Da ist ein Guckloch. Da werden wir auch noch irgendwie hinkommen, denke ich. Mal gucken, was hier auf uns wartet. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich muss ja da auch irgendwie hochkommen. Hä? Kleines bisschen überfragt bin ich. Also unten geht es ja auf keinen Fall weiter. Hä? Vielleicht ein paar versteckte Blöcke oder so, dachte ich gerade, aber... Ah, warte, warte, hier rein. Und dann kann ich nämlich hier hoch. Aha, aha. Aber warte mal kurz. Vielleicht geht es hier auch nach links? Nee. Das ist cool gemacht. Das sieht man nämlich auch nicht gleich. Da muss man wirklich erstmal genau nachgucken. Nicht schlecht. So, hier ist nochmal ein bisschen was zu flicken. Auch ein Speicherblock. Das könnte sein, dass hier gleich irgendwas auf uns wartet. Wir haben ja bisher noch keinen einzigen Bosskampf gehabt. Also, wenn man jetzt die großen Viecher da auf der Overworld mal ja, außen vor lässt. Diese Shy Guys, wie wir im letzten Part hatten. Oh, okay. Das sieht nicht gut aus. Ein Cooper kommt da runter. Ja gut, dann machen wir gleich den nächsten Kampf. Die Toads sind ja ein Glück alle mit dabei und unterstützen. Oh, so ein Robotteil. Das ist natürlich sehr, sehr cool. So, wie machen wir denn das jetzt? Zack. Und zack. So. Perfekte Anordnung. Dann, ja gut, greifen wir erstmal die hier an. Mit den kaputten Elsenstiefel. Ich finde das auch gut, dass diese Dinger sich abnutzen. Das finde ich auch mega gut. Und dadurch muss man immer... Elsenstiefel kaputt. Nice. Daher muss man immer gucken, ja, wie oft kann ich das einsetzen? Kann ich das momentan noch einsetzen? Ja. So, Robo-Cooper ist das. Ein Robo-Cooper. Ich greife mal mit einem normalen Hammer an. Ich hoffe, er reicht auch beim Robo-Cooper. Bei Exzellenz sehr wahrscheinlich. Oder? Nein, nein, nein. Es reicht nicht. 8 Kapital macht er. So. Ja gut, Glanzleistung ist es jetzt dadurch nicht mehr. Aber es ist ja gar kein Problem. Jetzt hier noch schön mit einem Sprung angreifen. Das sollte ausreichen. Wunderbar. Und gibt trotzdem ein bisschen Geld. Aber schön, mal wieder neue Gegner hier sehen. Und 1000 Münzen. Hui! Jetzt kommen sie noch uns mit Feuer. Was ich sagen will ist, bitte sei vorsichtig. Wenn dir nicht ganz gut geht, drücke sofort Y und setze ein Item zur Heilung ein. Feuer ist gegen Papier nicht ganz so gut. Das erinnert mich an Rätsel aus Prince of Persia, der Sand der Zeit. Was ich dieses Jahr Let's Played habe für einen Gameboy. Das erinnert mich sehr, sehr stark daran. So, ich möchte gegen den Cooper hier kämpfen. Schön mit dem Hammer einen Erstangriff. Ruhig hier gegen jeden Gegner kämpfen. Wow, 5 Gegner. Ach du Heilige. 70 Sekunden haben wir Zeit, das anzuordnen. Über eine Minute. Okay, dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ich schieb das mal dahin. Genau. Nee, warte. Wie war denn das jetzt? Das ist hier irgendwie falsch. Das sieht schon besser aus, genau. Aber dennoch passt das nicht ganz so. Das hier müsste noch nach links, aber das würde wieder einiges verhauen. Ah! Das ist jetzt sehr, sehr tricky. Das sieht richtig aus. Ja, genau. Das sieht richtig aus. Jetzt gucken wir mal, dass hier das alles passt. Nee, immer noch nicht. Auch noch nicht? Mensch. Jetzt sieht es gut aus, ja. Naja, nicht ganz. Perfekt. Perfekt. Das war jetzt wirklich schwierig, aber man hatte ausreichend Zeit gehabt. Von daher, ja, nicht schlecht. Das war schön. Das hat mir gefallen. So, weg mit euch. Jetzt kann ich auch 5-mal angreifen, was sehr, sehr heftig ist. Aber gut, ja gut, das habe ich ja schon mehrmals bemängelt. Dann weg mit denen. Gut, wird jetzt auch
Sagen wir es mal so, würde man jetzt nur hier ein- oder zweimal angreifen dürfen, wäre es auch ganz schön krass, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil dann wären wir sofort down, so wie sehen. Sowieso ist das ein sehr, sehr schwieriger Kampf hier. Mit so fünf Schergen. Oh nein, der eine hat überlebt. Oh nein. Da kann ich jetzt nichts gegen machen. Oh nee. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich, dass der eine da nicht gestorben ist. Sonst hätten wir ja wirklich hier das perfekt machen können. Naja, wenigstens geblockt. Wenigstens das. So. Und der eine noch Dornmann. Fahrt zur Hölle. 516 Münzen. Na gut, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Geld erwartet sogar. Aber, ja, man kriegt hier ordentlich Zeug. So, jetzt schnell hier durch. Oh, sehr schön. Ein paar KP, die wiederhergestellt werden. Jetzt hier durch. Ja? Mir fallen diese Rätsel hier. Hier hat man nochmal ein bisschen Schnipsel, damit das einem ja nicht ausgeht. Gerade bei diesen Löchern hier. Kann man ja auch immer reinfallen. Also das muss man halt bedenken. Autsch! 15 KP Schaden macht das. Das ist heftig. Ich will eigentlich nur die Münze haben. Ich bin geldgeil. So wie der Toad. So. Dann gucken wir mal. Das eine Ding dreht sich schneller als das andere. Dann müssen wir jetzt auf einen perfekten Moment warten. Und zwar jetzt. Schön durch da. Wunderbar. So soll es sein. Das wird immer größer und gigantischer. So wenig Münzen? Warte, was kann ich denn da machen? Ich muss da nach links. Das heißt, ich muss auf das eine warten, wo es ein bisschen länger dauert. Und dann hier springen. Oder einfach treffen lassen. Das geht natürlich auch. Hier kann man speichern. Das ist auch sehr, sehr nett, dass hier was zum Speichern angeboten wird. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich setze mal einen Pilz. Ich darf keinen Pilz einsetzen. Ich darf keinen Pilz einsetzen. Ja. Ich bin down. Gut, dass da gerade ein Speicherpunkt war. Warum darf ich da keinen Pilz einsetzen? Mensch. Letzter Spielstand. Warum da... Ey, das war jetzt unverdient. Ich wollte gerade einen Pilz einsetzen. Durfte ich nicht. Hier darf ich einen Pilz einsetzen, aber warum da drinnen nicht? Na toll. Aber warte. Ah, jetzt. Warum darf ich da keinen Pilz einsetzen? Das ist voll unfair. Nee, darf ich nicht. So, jetzt hier durchrennen. Dann hier, zack. Grundlose Löcher repariert. Und wie geht's jetzt weiter? Hallo? Hä? Hä? Was muss ich machen? Was muss ich machen, bitteschön? Was? Ich bin gerade so ein bisschen perplex, man merkt es vielleicht. Jetzt nochmal ganz genau gucken. Nochmal ganz genau gucken. Oder, ach, ich kann wahrscheinlich in eines der Löcher hier rein. Kann das sein? Ja, sieht danach aus. Sieht danach aus. Ach, Mann. Ja, gut. Das war jetzt einfach zu überraschend, da ja. Und den Pilz hätte ich gar nicht gebraucht. Nicht schlecht, du bist wohl schon aus Papier, aber das Ding hätte dich echt platt gemacht. Hat mich platt gemacht. Hätte wissen müssen, dass du einen Weg findest. Gut gemacht. Ich bin zweimal Game Over gegangen. Und jetzt können wir ganz in Ruhe das Loch hier flicken. Oh, grundlose Löcher. Alle repariert. Das ist da auch nicht verkehrt. Oh, das ist ein KP Max Plus. Wir haben jetzt mehr KP. 70 KP haben wir jetzt dadurch. Nice. Ui, das ist ja ein KP Max Plus. Supi, fantastisch. Was macht das genau? Warum heißt das eigentlich nicht KP Plus oder so? Warum so kompliziert? Ich rate mal einfach, aber... Für mich sieht es aus, als hättest du jetzt ein paar KP mehr, Mario. Oder bin ich mir das nur ein, oder siehst du jetzt auch stärker aus? Also diese KP Max Plus Dinger sind ja mal echt richtig klasse. Warum heißen die so bescheuert? Was? Ach, da unten sind Stacheln. Ups. Ja, mein. Ich dachte, ja gut, mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Oder irgendwo hinkomme. Ah, nee, das war jetzt keine gute Idee. So, wir sind jetzt hier oben. Batterieleistung lässt nach, ist mir jetzt eigentlich egal.
noch hält mein Pro-Controller aus. Dann können wir das Band hier abmachen, damit wir einerseits mal wieder runterkommen und auch hier hochkommen. Denn ich glaube, da drinnen geht es zur Sache. Wir haben es geschafft. Na gut, das Erdpergament und Erdpergament und Statue. Mund auf und Augen zu. Jetzt kommen wir nämlich. Oder Augen zu und durch. Aber erstmal gucke ich hier nach links, ob da noch was ist. Vielleicht ein versteckter Block oder so. Hier muss doch auch was sein. Hier ist nichts. Okay, na gut. Dann Rainer. Rainer. Keine Zeit verlieren. Okay, man kann hier speichern. Das sieht wirklich sehr stark nach einem Bosskampf aus. Will ich jetzt wirklich mal schätzen. Aber warte, den Stein kann ich dann noch zerstören. Nur ein großes Loch? Wie unspannend. Wo ist das Erdpergament hin? Wir haben so einen weiten Weg hinter uns. Warte mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte gerade sie da runterschubsen. Aber jetzt falle ich selber runter. Und auch wieder diese komische Erde, die ist halt so... Guckt euch das an. Alter, das ist ja wirklich das Schlimmste. Also das Spiel ist grafisch sehr, sehr schön. Aber das sieht hässlich aus. Das sieht aber mehr als hässlich aus. Na gut, in Sachen mit beiden Beinen auf dem Boden bin ich ja wohl gerade kein großes Talent, wie wir ja jetzt gerade gesehen haben. Tut mir leid, Mario, wenn ich dir beibringen könnte, wie man schwebt, würde ich es tun. Jedenfalls ist mir dieser grüne Fleck aufgefallen. Was ist das? Ui. Ich glaube, es ist das Erdpergamenton. Der sieht echt nice aus. Ich freue mich auf unseren ersten Boss. Das Erdpergamenton und es besteht aus Origami? Ah, wie cool! Es sieht schon cool aus, das muss man ihm lassen. Oh nein, er ist wirklich gerade sehr nett. Vielleicht, weil es so zusammengefaltet ist. Wir haben wohl keine andere Wahl zu kämpfen. Ja, komm, los kämpfen. Ach, richtiger Kampf, ein richtiger Bosskampf. Danke, 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 danke. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier abläuft. Komischer Koopa, oder? Ja. Der Pergamenter scheint wirklich so groß und stark zu sein, wie ich gehofft hatte. Sieh mal nur, wie stabil der Panzer aussieht. Der perfekte Schutz für den Pergamenter Körper. Und übrigens sehr, sehr lustig, was die Toads da hinten sagen. Und seine Beinchen sehen im Vergleich dazu richtig schwach und verlässlich aus, oder? So, was müssen wir machen? Legt ihr die Pfeile zurecht. Das hat man auch im Trailer gesehen. Oh, unsere erste Bossschlacht. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Das Erdpergamentum befindet sich in der Mitte. Also können wir von hier aus rein gar nichts ausrichten. Wir müssen näher ran. Allerdings hat dieses Schlachtfeld seine ganz eigenen Regeln. Siehst du die Pfeile, die überall verstreut sind? Die kannst du benutzen, um dich zwischen den Ringen vorzubewegen. Okay. Versuchen wir es mal. Beginnen wir mit dem Start. Bringt sie erstmal einen Pfeil auf das Feld vor dir. Dann, das wäre quasi der erste Schritt. Ja. Die Ringe kannst du wie in deiner gewöhnlichen Schlacht auswählen und bewegen. Wähle doch mal den äußeren Ring aus und dann, ja, ist doch klar, was ich jetzt zu tun habe. Ja, das ist der Ring. Oh! Ja, ich hab's doch kapiert, Mensch. So. Kann ich darüber gehen? Ja, also macht man das. Sobald du auf einen Pfeil triffst, läufst du so lange in die angezeigte Richtung, bis du auf den nächsten Pfeil triffst. Dann versuch doch mal die Pfeile so anzuordnen, dass wir direkt am Erdpergamenton landen. Oh, na nur, die Pfeile liegen schon so, dass wir automatisch zum Erdpergamenton kommen sollten. Haben wir ein Glück. Allerdings ist Ankommen nur die halbe Miete. Wie geht's weiter? Wahrscheinlich das, ja genau. Oh, dieses Feld ermöglicht dir bestimmt einen Angriff auszuführen. Dreh doch das Aktionsfeld mal so, dass es unter dem Ohr liegt. Das kriegen wir hin. So, ah, warte. So. Ah! Nee, jetzt habe ich aus Versehen A gedrückt. Oh, weil ich den Text wegklicken wollte. Weil ich den Text wegklicken wollte. Mensch, ich hasse diese Texte. So, geht doch. Jetzt können wir angreifen. Genau so, Mario, du hast es bis zum Erdpergamenton geschafft. Jetzt kannst du endlich angreifen. Mit den verschiedenen Angriffsarten triffst du die unterschiedlichen Stellen. Wer ist also die richtige Waffe, um deinen Zug optimal zu nutzen? Zieh auf eine Stelle an, der deinen Angriff nicht einfach abprallt. Okay, dann nutzen wir mal den Glitzerhammer. Ein Exzellent. 8 KP Schaden machen wir damit. Und ein Bein ist weg.
Yippie, von seinem Panzer wirst du einfach abgepeilt, aber jetzt so anscheinend ziemlich effektiv sein, Ballon zu treffen. Zwordon C sagt, sein Schwanz ist das große Problem für ihn. Ich würde sagen, das Erdpergamentum macht sich zum Angriff bereit. Versuche es im richtigen Moment abzublocken. Und darauf freue ich mich. Drücke kurz vor dem Angriff A, um zu blocken. Ah, das kennst du schon. Ja, das kenne ich. Sandbooster, ach du Heilige, ach du Heilige. Kann ich lieber Mario ein bisschen, hast du was abgekriegt, aber es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können. So, jetzt können wir mal loslegen. Prima, was machen wir als nächstes? Warum nimmst du denn jetzt nicht mal das rechte Vorderbein dieses Teams? Wird eigentlich den Schwanz nehmen. Na gut. Oder einfach die Pfeile an und platzieren das. Ja, doch, Mann. Sie erklärt einfach viel zu viel. So, erstmal möchte ich die Toads. Ach, darf ich nicht mal? Die Toads darf ich nicht mal an. Okay. So, erstmal hier. Zack. Dann genau nach links. Nee, warte, das. Ich bin noch nicht fertig! Ich bin noch nicht fertig! Hä? Was ist denn? Ach, man hat hier auch bestimmte Ringzüge. So, der ist aus dem Ring, dann darf man. Jetzt bin ich auch so ein bisschen verwundert. Ich kann hier reingehen, ja genau. Dann gehe ich nach links. So, nimm das Herz dann mit. Dann nach links und dann. Müsste ich an sich. So. Aber das ist nicht da, wo das Bein ist. Dennoch würde ich halt das so machen. Mal gucken. Und so, dann kann ich nämlich hier angreifen. Aber ich hätte mir jetzt mal etwas anderes vorgestellt, aber das war auch prima. Ja, so habe ich es mir nämlich gedacht. Ich greife wieder mit einem Glitzhammer an, ruhig. Obwohl, hier wäre eigentlich Hammer klüger. Glitzhammer kann man dann später nehmen. Spitzmäßig, genauso. Oh, wieder das Imposter. Ah, ja, ja. Diesmal ist ein Fragezeichen. Leg dir die Pfeile zurecht. Dann solltest du den Dreh raus haben, wie Bossschlachten funktionieren. Achte beim Angriff immer gut auf dein Timing und darauf, das richtige Ziel auszuwählen. Ja, dann Felder sind auch für schlicht interessant aus. Guck doch einfach mal, was du was passiert, wenn du drüber läufst. Und jetzt, Mario, lass uns unsere allererste Bossschlacht gewinnen. Ja. So, wir gehen nach vorne. Ich würde gerne das Ding da mitnehmen. Und dann hier rüber, genau, bis ich dann irgendwann angreife. Aber das ist nicht gerade so toll. So passt es schon besser. So. Hä? Warum stolper ich? Man muss vor einem das. Ach so, das wusste ich nicht, dass man vor einem ein Pfeilfeld unbedingt legen muss. Ich dachte, man geht einfach geradeaus. Eieiei, der Angriff macht sehr, sehr viel Schaden. Ohne Schatzkiste. Ja, keine Ahnung, was der Dings jetzt macht. Der Brief. So. Dann will ich den Pfeil auf jeden Fall hier haben. Den Brief meinte ich. So, und dann hier rüber. Das Problem ist halt jetzt hier mit einem Angriff. Ich glaube, so wird das nichts. Ha, dann müssen wir darauf verzichten. Dann machen wir es mal so. Das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Mist. Warte, wir können ja auch hier mal sagen, genau, das können wir nämlich auch mal sagen, so links. Ich brauche mehr Zeit. Eieiei. Eieiei. Nach links, dann nach oben und dann Angriff. Genau, das passt so wunderbar. Ich kann ja den Brief noch dazwischen legen. Perfekt. Und zack, passt. Dann hier rüber, den Brief mitnehmen. Keine Ahnung, was das ist. Der Panzer des Erdpergamentums ist extrem hart. Sprungattacken prallen daran einfach ab. Den Blissen gliedermaßen in Gegenlander zu einem zieht, deinen Hammer aus kurzer Distanz spüren zu lassen. Okay, einen Tipp gibt es da so gesehen. Dann nochmal eine schöne Heilung. Dann kann ich hier mal den Hammer verwenden. Nein, das war nur ein Prima. Schade, aber ist nicht so schlimm. Das Bein ist sowieso weg. Ah, dieses Mal alles abgewehrt bekommen. Sehr, sehr schön. So, liegt ja die Pfeile zu.
Ich möchte wissen, was in der Schatzkiste ist. Wahrscheinlich Geld. So, gucken wir erstmal, wie wir zuerst angreifen. Oder was wir zuerst machen. Gehen wir mal nach rechts, genau. Dann hier hin. Oh, da kann ich dann die Schatzkiste hinmachen. Genau. Ey, da haben wir ja alles auf dem Weg. Perfekt. Sehr, sehr schön. Ah, ich weiß nicht, ob mir dieses Kampfsystem so zusagt. So, interessant. Ich möchte das Erdparlamentar in sein Schwänzchen betreffen, zieht es sich in den Panzer. Ja, ich wollte aber erstmal die ganzen Füße weghaben und dann kümmere ich mich um den Schwanz. So, passt. Dass er sich immer noch bewegen kann und sich drehen kann, das ist voll unfair. Obwohl er keine Beine mehr hat. So, jetzt sind hier lauter andere Felder. Hui, und lauter Geld. Okay, gucken wir mal, was wir zu tun haben. Wir müssen halt hinten angreifen. Wir gehen dann nach rechts, hier rüber. Dann... das hier mal dahin. Dass man dann dahin geht. Ich muss irgendwie dann zum Schwanz kommen. Dann hier hin, genau. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann angreifen. Oh, sehr schön. Mal zwei. Achso, geht ein bisschen schneller. Sehr, sehr schön. Dann hier rüber und angreifen. Wunderbar. Und hier nehme ich jetzt die Glitzerstiefel zu. Nein, ich greife da mit dem Panzer an. Echt? Ich greife da mit dem Panzer an? Das ist übrigens so ein Angriff, wie man den aus anderen Marios Partys... nicht Mario, Paper Marios kennt. Achso. Ist ja unfair. Dabei habe ich das gerade so gut gemacht. Ich bräuchte mal wieder ein paar Leben. Ah, da sind doch ein paar Herzen. Sehr, sehr schön. Ja gut, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Geld einsetzen. Was gibt's? Was machst du? Ja gut, ich kann nur einmal die Toads beeinflussen. So, gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie zum Schwanz kommen. Das klingt heute alles so falsch. So, gucken wir mal. Da ein Herz. So, dann hier rüber. Genau, so ist das perfekt. Ah, nee, ist es nicht. Zwar habe ich jetzt ein paar Leben, allerdings... ja, ich laufe da... achso, okay, dann treffe ich halt den Kopf. Ist mir auch recht, ist mir auch recht. Glitzerhammer. Ja, moin, das war jetzt ein alles Zufall. Achso, wir können sogar zweimal angreifen. Nice. Und nochmal Glitzerhammer. Einfach drauf tauchen auf den Kopf. Und zack, 7 KP Schaden. Okay. Nochmal 3 KP, na mein. Ah, jetzt müssen wir mal seinen Schwanz angreifen. Boah, 9 KP Schaden macht seinen Schwanz. Ich habe noch nie so häufig in einem Part Schwanz gesagt. Oh, nee. Okay, gut. Rüber. Muss irgendwie zum Schwanz kommen. Obwohl, man kann ja auch einfach mal sagen, so. Noch zwischendurch die Schatzkiste dazwischen legen. Ja. Und dann passt das. Und vielleicht noch eine Münze. Okay. Und dann jetzt hier wieder mit einem Glitzerhammer angreifen. Diesmal habe ich nur einen Angriffplatz. Okay. Oder Zeit. Aber ein exzellent 17 KP Schaden. Das ist mega heftig. Und er liegt endlich auf dem... oh nein. Oh, das Schwänzchen ist bestimmt ganz weich und empfindlich. Oh nein, das klingt so falsch. Nee. Normalerweise gehe ich auf sowas nicht ein, aber... nee. Aber was ist denn los mit dem Erdpergamenter? Los? Seine Beine sind eingezogen. Das könnte die Gelegenheit für eine coole Aktion sein. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Muss ich ihn per Sprung angreifen? Oh, ist das ein... und ab, es handelt sich eindeutig um einen Fightarme-Fightkreis. Wenn du schaffst, zum Fightkreis zu gelangen, dann schaffe ich es, die Fightarme auszufahren. Übrigens gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du ihn wie eine andere Aktionsfelder auch am Ende deiner Route platzieren solltest. Am Ende meiner Route, okay. Okay, okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir... ja. Haben wir die Pfeile so anordnen, wie wir lustig sind. Haben wir hier, ja, sowas haben wir da zum Beispiel. Obwohl, ne, das ist eigentlich nicht so schön. Eigentlich ist das so schon an sich perfekt, oder? Könnten wir... so. Achso, wir brauchen ja einen Pfeil vor einem. Ah, daran habe ich nicht gedacht.
Sein Pergament scheint richtig wütend zu werden. Seine Beine sind geschützt, aber es kann sich auch nicht mehr bewegen. Bei so einer Gelegenheit sollten wir zu packen. Ja, müssen wir unbedingt. Legt ihr die Pfeile? Sind wieder. Ja, genau, Pfeilkreise sind da. So, wir bauen erstmal einen Pfeil vorne. Ohne den funktioniert es nicht. Dann gehen wir nach vorne. Genau, und dann statt angreifen bauen wir das da. So ist es perfekt, denke ich. Keine Ahnung, was plus 1 ist. Mario tritt in Aktion. Oh, Fightarme. Fightkreis aktiv. Greifen. Werfen. Ui, ui, ui. Was jetzt, Mario? Gib ihm Saures. Angreifen. Schlag auf Schlag. So. Halt, stopp, schnell noch eine Sache. Bitte achte auf deine Umgebung und forsche nicht so wild mit den Controllern herum. Ja, keine Sorge. Einfach drauf da und da jetzt. Oh, der Part ist schon viel zu lang, aber egal. Jibi, du hast es geschafft, Mario. Wow. Uiuiui. 1250 Münzen kriegt man dafür. War ein cooler Bosskampf, hat mir Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob mir das System zusagt. Irgendwie gefallen mir die normalen Systeme da von damals einfach viel, viel mehr. Das muss ich auch so sagen. Okay, und da ist auch das Zeichen jetzt. Und ein Buch. Ach, es ist gerade geschrumpft. Doch was es mit diesem Buch auf sich hat, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten für diesen überlangen Part, aber ja, der Bosskampf hat es halt möglich gemacht. Von daher, seid froh und im nächsten Part geht's dann weiter. Bye bye.